So, Freunde, herzlich willkommen zu einem weiteren Video bei mir am Kanal. Heute wird sich alles um Überwachungskameras drehen, denn gerade ich als YouTuber brauche eine vernünftige Videoüberwachung. Und ich selber benutze Arlo schon eine ganze Ewigkeit selber. Zwar nicht diese Version, sondern die ältere Version. Die sieht nämlich so aus. Das ist einmal die Base Station und einmal die Kameras. So sehen die aus. Aber nicht nur als YouTuber muss man sich schützen, sondern jeder, der ein Haus hat oder eine Wohnung oder was auch immer, was er schützen möchte, muss ein vernünftiges Überwachungssystem haben. Und ich persönlich bin sehr begeistert von den Arlo-Systemen. Gerade wo es früher dunkel wird im Winter, steigen die Einbruchszahlen immens an. Ich merke es ja schon wieder hier bei uns in der Umgebung, wird ständig wieder eingebrochen. Übrigens, am Ende werde ich ein komplettes Arlo Pro Kit an euch verlosen mit einer Kamera und ein bisschen Zubehör. Deswegen bleibt bis zum Ende dran, es wird sich für euch lohnen. Deswegen werde ich das hier auch erstmal auf Seite tun und dann werden wir anfangen mit unserem Paket. Ich selber habe von Netgear ein 4-Kamerasystem bekommen, aber wie ich schon sagte, ihr könnt das mit euren alten Kameras auch benutzen. Aber die alten Kameras sind zwar günstiger, aber die haben einen entscheidenden Nachteil. Und das ist unter anderem die nicht aufladbaren Batterien. Diese Kameras können übrigens alles das, was diese Kamera kann, nur noch deutlich besser. Das bedeutet, wir haben hier einen aufladbaren Akku drinnen. Ihr könnt das jederzeit laden mit diesem extra Akkuladezubehör. Und das Geile ist, was das Ding hat, 2 Wege Audio. Das bedeutet, ihr könnt tatsächlich reinsprechen und mit einem Einbrecher quatschen. Zum Beispiel, verpiss dich aus meinem Grundstück! Zu den Kameras habe ich noch ein Akkuladegerät. Dann haben wir hier noch einen Mount. Dann haben wir Skins für die Kamera. Falls ihr die verstecken wollt, gibt es auch verschiedene Farben. Wie zum Beispiel Tarnfarben, wenn ihr zum Beispiel einen Baum verstecken wollt. Das funktioniert sehr gut. Das hier ist leider, glaube ich, nur schwarz, glaube ich. Aber das werden wir gleich nochmal reingucken. Und dann haben wir hier noch ein Arlo Quad Pod. So sieht es aus. Ist ebenfalls ein Stativ. Und damit könnt ihr verschiedene Sachen machen, wie zum Beispiel das. Oder sogar das hier, zum Beispiel an einen Stein anbringen, am Holz anbringen, an einen Baum anbringen und so weiter und so fort. Ziemlich geile Gadgets. So, wir machen erstmal das große Paket auf. Übrigens, ihr habt 7 Tage Speicher in der Cloud bei Arlo. Das ist richtig geil, ohne Abonnement. Wenn ihr mehr braucht, könnt ihr natürlich Abonnement kaufen. Das kostet ungefähr 100 Euro im Jahr, ich weiß es nicht genau aus dem Kopf. Aber 7 Tage kostenlose Cloud-Speicher reicht vollkommen aus, das sage ich euch jetzt schon. Ihr braucht kein extra Abonnement dafür abzuschließen, wie ich schon sagte. 7 Tage reichen vollkommen aus, mehr brauchst du auch nicht. So, öffnen wir mal das Paket. Also, wie kriege ich diese verdammte Kamera da raus? Das ist erstmal die große Frage hier. Aha! So, im Paket haben wir nichts mehr drin. So, da haben wir die Kamera. Die legen wir erstmal auf Seite. Dann gucken wir uns noch, was hier alles so drin ist in der Verpackung. Wir haben hier einmal die Base Station. Das ist die ältere Version. Das ist die neue Version, deutlich kleiner, aber welche findet ihr besser? Dann habe ich verschiedene Adapter. Ich brauche das hier. Zack. USB auf Mini-USB. Ein Netzwerkkabel. Anleitung. Und wir haben hier das hier. Dieser Spruch ist immer so geil. Das kann man anbringen für Einbrecher. You may not see Arlo, but Arlo sees you. Und der Spruch trifft auf jeden Fall zu. Arlo kann man so gut verstecken, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Alles hier drin. Ah. Das ist einmal das Netzteil für die Base Station. Ebenfalls mit verschiedenen Adapter. Zack. So, das ist einmal der Akku. So sieht es aus. Dann haben wir noch eine Wandhalterung. Ups. Mit Schräubchen. Die ist richtig geil, weil das ist magnetisch. Und ihr könnt ja einfach die Alu-Kamera so anbringen. Und wie ihr seht, egal bei welchem Wind und Wetter. Okay, wenn ich voll übertreibe, dann fallen die natürlich. Aber sonst fallen sie nicht. Wenn die Kamera erreichbar ist, empfehle ich euch diesen Mount hier. Denn der ist angeschraubt. Und da kann man nicht so einfach klauen als die hier. So, das geht so auf. Und dann kommt der Akku so rein. Das sind jetzt die 2 Kameras nebeneinander. Sind also die ist deutlich größer geworden und auch schwerer. Oh, die kleben aneinander. Man sieht einen deutlichen Unterschied. Hier vorne, glaube ich, ist sogar, ich mache die Folie mal ab, hier müsste die Box verbaut sein. So, gucken wir uns mal ein bisschen Zubehör. Das ist einmal der Akkuladegerät. Das machen wir auch ebenfalls mal auf. Ladestation für 2 Akkus. Aha. Und dann? Ah, verstehe. Und das funktioniert auf der anderen Seite ebenso. Mehr haben wir nicht im Paket, so sieht das Ganze aus, das ist das Ladegerät. So, für unsere Kamera haben wir hier noch Skins. Wie gesagt, ihr könnt die schwarz kaufen, ihr könnt die Camouflage kaufen, ihr könnt eine ganze Menge an Skins kaufen. Für die Kamera, je nachdem, was ihr für eine Umgebung habt und was ihr, wie ihr die Kamera verstecken wollt. Oder ob ihr überhaupt die Kamera verstecken wollt. Das liegt natürlich immer an euch.
So sieht das Ganze aus. So, aus weiß wurde schwarz. So sieht es aus. Das ist so ein Skin. Ich würde euch empfehlen, so ein Skin zu benutzen, obwohl die Kameras wasserdicht sind. Ein bisschen mehr Schutz kann nicht schaden. Außerdem hätte die Kamera ein bisschen wärmer, was sicherlich gut ist für die Akkus, gerade in Winterzeit, damit er nicht so in den Keller geht. Bei denen hatte ich immer das Problem, dass die im Winter die Batterien immer leer angezeigt worden sind, und ich hoffe, dass dieses Problem halt nicht mehr mit denen auftreten wird. Wer keine Lust hat auf diesen Mount hier, diesen Magnetmount, kann selbstverständlich noch einen weiteren Stativ benutzen. Das ist das hier, machen wir mal auf. So sieht das Ganze aus, das ist hier Metall oder Aluminium oder was auch immer. Könnt ihr hier aufmachen und dann könnt ihr hier die Kamera nach euren Wünschen anbringen. Ich persönlich finde diese Magnetdinger deutlich besser. Kommen wir zu unserer letzten Halterung, den Quadpod, was eigentlich ziemlich cool aussieht. Wow, so sieht das aus. Das Ganze ist hier flexibel. Das heißt, ihr könnt es einstellen, wie ihr wollt. Ihr könnt es, keine Ahnung, um euren Arm herum, wenn ihr wollt. Sagen wir mal, ich bin jetzt ein Baum. Dann könnt ihr um den Baum herum oder über den Ast könnt ihr das Ganze anbringen. Dann wächst Alu mit dem Baum zusammen. Das ist schon mal gut. Hier vorne haben wir eine Arretierung. Ihr seht, ihr könnt eine ganze Menge damit machen. Ihr könnt es überall festmachen und so weiter und so fort. Aber das ist eher, wie gesagt, für einen Baum oder für eine Stange oder für was auch immer geeignet. So, das war's an Zubehör. Sonst haben wir kein Zubehör mehr. Lass uns noch einmal die Base Station angucken. Hier haben wir einen Sync-Knopf und einen Sirenen-Off. Auf der Rückseite haben wir einen Lautsprecher, vermutlich auch für die Sirenen. Das bedeutet, dass das Ding auch zu Hause anfängt zu bimmeln wie bescheuert. Das ist schon mal sehr gut. Hier haben wir Power. Hier haben wir On-Off-Schalter, Langverbindung, zweimal USB und einen Reset-Knopf. Wie man das Ganze verbindet, das zeige ich euch jetzt. So Leute, wir sind jetzt hier im Wohnzimmer und jetzt schließe ich mal kurz die Base Station an. So, erstmal Strom anschließen und jetzt noch ein Netzwerk anschließen. So einfach geht die Einrichtung und den Rest machen wir dann per App. Sobald die Base Station an eurem Modem angeschlossen ist, geht es eigentlich ziemlich einfach. Ihr geht einfach in eure Alu-App, die ihr runtergeladen habt, wo ihr übrigens auch einen Account machen müsst. Einfach ganz normal mit eurer E-Mail anmelden. Dann geht ihr unter Geräte hinzufügen. Sobald ihr draufgeklickt habt, geht ihr erstmal unten und klickt auf Base Station. Und dann steht hier nochmal, was ihr alles machen müsst, damit das Ganze funktioniert. Dann klickt ihr einfach auf Weiter. Danach wird einfach eine Verbindung zur Base Station gesucht und das funktioniert ziemlich schnell. Sobald die Base Station angezeigt wird und ihr einen Namen dafür ausgesucht habt, bei mir ist es zum Beispiel TutuTV, das funktioniert auch ganz einfach, je nachdem, was ihr für eine Kamera habt, sucht euch einfach die aus. Wir haben hier eine Alu Pro, also Alu kabellos. Da klicken wir drauf und dann klicken wir auf die Base Station, die wir connecten wollen. Das ist einmal die hier. Und dann steht es schon hier, stellen Sie die kabellose Alu-Kamera innerhalb von 30 bis 100 cm Reichweite zur Basisstation auf. So, das hatte ich ja schon eben gemacht. Dann klickt ihr einfach auf Weiter. So, und dann ganz wichtig, hier vorne ist eine Synchronisationstaste, die drückt ihr genau 2 Sekunden lang. Und dann klickt ihr einfach auf Weiter. Danach nehmt ihr die Kamera hier vorne, drückt ihr auf 2 Sekunden ebenfalls auf die Synchronisationstaste und dann lässt ihr los und dann blinkt so lange eine blaue LED, bis die zwei Geräte dann zusammen synchronisiert sind. Dann erscheinen die Geräte so wie bei mir hier vorne. Ich habe die alle 1, 2, 3 und 4 benannt. Am besten benennt ihr die aber so um, wie sie heißen sollen. Zum Beispiel Haustür, Gartentür, versteckte Kamera und Toilettenkamera. Keine Ahnung, ihr könnt sie nennen, wie ihr wollt. So, und jetzt gehen wir zum Beispiel auf Live-Bild. Ich klicke mal einfach auf Live-Bild, das ist erst die erste Kamera. So sieht die Kamera aus. Und schon könnt ihr die irgendwo im Haus platzieren. Das machen wir auch mal ganz kurz. Einen Moment. So, die erste Kamera ist einfach hier vor der Tür. Dann gehen wir zum Beispiel zu der zweiten Kamera und positionieren die einfach irgendwo anders. Wie zum Beispiel von hinten. Ich will, dass die Kamera mich von hinten fällt. So, ich denke mal, für die Erklärung reichen 2 Kameras. Gleich sollte übrigens im Flur das Licht ausgehen. Und dann können wir auch mal sehen, wie es aussieht, wenn es dunkel ist. Weil es hat auch eine Nachtsichtfunktion. So sieht jetzt die Nachtsichtfunktion aus. Das müsste eigentlich normalerweise ein bisschen höher hängen, damit die Lichter die auch richtig erwischen, den ganzen Flur. Aber wie ihr seht, das funktioniert richtig gut. So, als nächstes, was wir hier machen können, ist zum Beispiel den Modus auswählen. Ihr könnt einmal auf Aktivieren gehen. Dann registriert er jede Bewegung, was quasi geschieht. Das bedeutet, wenn jemand da vorbeigeht oder ein Einbrecher vorbeikommt, dann kriegt ihr entweder eine Push-Benachrichtigung. Ich bewege mich mal kurz hier. So, jetzt habe ich mich ein bisschen bewegt hier im Raum, damit die Push-Benachrichtigungen kommen. Und da ist sie auch schon. Jetzt können wir unter Bibliothek sehen, was die Kamera aufgenommen hat. Und da sehen wir schon das erste Bild. Das hat die Kamera aufgenommen, wie ich da lang gelaufen bin. Diese Aufnahmen sind natürlich von überall auf der Welt abrufbar, weil sie sind in der Cloud gespeichert, genau 7 Tage. Danach werden sie gelöscht. Das reicht aber vollkommen aus. Ihr könnt natürlich auch weitere Modus einstellen, wie zum Beispiel Zeitplan, dass sie nur zu gewissen Zeiten die Kamera angeht, so spart ihr Akku. Oder Geofencing, da klicke ich aber jetzt nicht drauf, denn sonst ja meine Adresse zeigt. Denn bei Geofencing ist das so, ihr geht zum Beispiel aus dem Haus und bam, gehen die Kameras an. Und sobald eine Bewegung da ist, bekommt ihr sofort eine Push-Benachrichtigung. Das funktioniert nicht mit einem Handy, sondern mit mehreren Handys, je nachdem, wie viele Leute berechtigt sind, diese Kamera zu beobachten. Das heißt, ich und meine Frau haben jetzt zum Beispiel Zugang zu dieser Kamera oder zum Beispiel Nachbarn, wenn ich zum Beispiel im Urlaub bin oder so weiter, damit er schnell reagieren kann und so weiter und so fort. Also bei den Kameras gibt es natürlich noch viel mehr Einstellungen, die man machen kann. Da gehen wir mal kurz rein in die Kamera 3. Erstens kann man natürlich die umbenennen, wie ihr wollt, zum Beispiel Gartentür.
Nur als Beispiel, zack. Dann habt ihr die Möglichkeit, Videoeinstellungen vorzunehmen. Wie zum Beispiel könnt ihr höchste Videoqualität, aber das verbraucht natürlich ein bisschen mehr Akku. Ich mach das mal ganz kurz. Bam. Das ist jetzt die höchste Qualität, die man haben kann. Oder man macht die niedrigste Qualität, aber dafür hat man eine höhere Akkulaufzeit. Aber früher hatte ich natürlich Batterien, jetzt habe ich Akkus. Deswegen mache ich das auf die optimale Qualität, damit ich den perfekten Gesicht von den Einbrechern einfangen kann. Ihr könnt zoomen, ihr könnt es zurücksetzen, ihr könnt einen Snapshot machen oder das Bild sogar umkehren. Solltet ihr mal die Kamera auf den Kopf gestellt haben, kann man das Bild auch umkehren. So. Die Nachtsichtfunktion habt ihr hier, die könnt ihr ein- und ausschalten. Ich würde sie auf jeden Fall anlassen. Verbraucht natürlich auch mehr Akku, aber ist auch, wie gesagt, nicht so schlimm. Dann haben wir natürlich Geräusche einstellen. Denn diese Kamera haben sowohl einen Lautsprecher als auch ein Mikrofon, was ziemlich cool ist. Und das will ich mal ganz kurz testen. Als erstes werden wir testen, wie das Mikrofon hier in der eingebauten Kamera ist. Achtung. So, 1, 2, 3, ich bin ein Einbrecher, ich möchte bei dir rein. Kamera ist, Achtung. So, 1, 2, 3, ich bin ein Einbrecher, ich möchte bei dir rein. Das Ganze funktioniert nicht nur in allen Richtungen, sondern in beide Richtungen. Das bedeutet, ihr könnt sowohl hören als auch sprechen. Und das habe ich eben getestet und ich muss ehrlich sagen, ich war ein bisschen enttäuscht von der Lautstärke, von der Box, was hier so ist. Ich habe gehofft, dass es ein bisschen lauter ist, aber das ist sehr, sehr schwach. Das lohnt sich nicht mal zu benutzen, weil es so leise ist. Selbst wenn man es am Ohr hält, ist das so leise, dass es nicht wirklich was bringt. Zumindest war das jetzt meine Erfahrung. Ich werde das, wie gesagt, ein bisschen länger testen. Dann gucken wir mal, ob das irgendwie lauter einstellen kann. Also, wir haben Videoeinstellungen, wir haben Geräuscheeinstellungen und wir haben natürlich auch die Möglichkeit, die Bewegungserkennung ein bisschen stärker einzustellen. Da gehen wir mal kurz rein. Im Moment ist es auf 50% und hier steht, die LED auf ihre zweiten leuchtet von nun an auf, wenn sie eine Bewegung erkennt. Und so könnt ihr natürlich die einstellen. Seht ihr das? Da könnt ihr ungefähr einstellen, wie stark ihr die Bewegungserkennung einstellen wollt. Ich mache das Ganze ein bisschen auf 70%. Ihr solltet natürlich nicht zu hoch ansetzen, weil sonst bei jeder kleinen Bewegung bekommt ihr natürlich eine Push-Benachrichtigung oder bei jedem Windstoß oder was auch immer. Das solltet ihr natürlich verhindern. Das heißt, stellt das nicht zu hoch. Ein bisschen niedriger wäre besser. WLAN-Netzwerk, und hier steht erklärt, wie viel Balken an WLAN wir haben. Denn wir sind hier im Keller und wir haben immer noch super WLAN, weil da ganz oben ist quasi mein Wohnzimmer. Und ja, obwohl es wie im Keller sind, haben wir immer noch WLAN. Empfang perfekt für die Kamera. Und dann könnt ihr natürlich Zugriff gewähren auf eure Kameras. Das ist hier. Ich habe einmal Daniela Santos Silva jetzt freigegeben, aber ihr könnt natürlich für Nachbarn oder was auch immer freigeben. Aber immer aufpassen, ne? Wenn ihr im Garten nackig rumlauft und wenn ihr Zugriff drauf habt, dann kann ihr natürlich das auch gucken, Freunde. Genau überlegen, wer drauf zugreifen darf. So Leute, kommen wir mal zu meinem Fazit zu der Alu-Kameras. Also ich bin wirklich von Anfang an schon immer begeistert gewesen von diesen Kameras. Sie sind echt top. Keine Kabel, keine nervige Bohrlöcher, nichts. Die Einrichtung ist extrem einfach. Das schafft man unter 10 Minuten, hat man das Ding installiert und die Kameras kann man überall anbringen. Das ist natürlich ein mega Vorteil. Ich bin sehr, sehr froh, dass Alupo jetzt endlich auf Akku setzt, weil das war sehr, sehr wichtig für mich, weil ihr müsst immer wieder neue Batterien kaufen und das ist ziemlich teuer. Das passiert hier nicht. Ihr könnt es aufladen mit euren Akkuladegeräten. Perfekt. Was mir nicht ganz so gefallen hat bei diesen Kameras, ist definitiv der Lautsprecher. Wenn ihr zum Beispiel mit einem Einbrecher oder mit jemandem sprechen wollt, zum Beispiel mit Pizzabote oder mit einem Paketbote, das ist extrem leise und wenn man es vor der Tür hat, ich glaube, das wird man dann nicht verstehen. Was ich auch noch schade finde, ist, dass die Kameras keinen Alarm haben. Das heißt, ihr könnt nicht den Alarm hier auslösen, sondern das funktioniert nur in der Base Station, Freunde. Und ich habe das eben getestet, Junge, 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 da sind mir die Ohren beinahe abgeflogen. 110 Dezibel schafft das Ding und es ist wirklich sehr, sehr laut und schrill. Da hält es keiner 10 Sekunden in den Raum auf und der haut einfach ab. Das ist wirklich sehr, sehr, sehr laut und sehr störend. Perfekt. Und wenn sich fragt, wie teuer ist das Ganze? Also so ein Paket hier mit einer Kamera kostet insgesamt 300 bis 400 Euro, je nachdem, was für eine Zeit das ist. Im Moment wird es sicherlich ein bisschen teurer sein, weil mehr Einbrüche geschehen. Das kostet, wie gesagt, das kostet zwischen 300 und 400 Euro für eine Kamera. Aber ihr könnt natürlich immer wieder neue Kameras dazu adden. Die kosten dann so um die 200 Euro. Das ist nicht gerade billig, aber dadurch, dass man immer wieder neue Kameras dazu kaufen kann und man die anbringen kann ohne Kabel, ist das natürlich sehr viel wert. Ich habe schon viele Überwachungskameras getestet und das war bisher meine Lieblingskameras und ich werde es weiterhin benutzen. So Leute, das hat einer die Möglichkeit, den Alupro HomeKit 1 zu gewinnen plus zwei weitere Halterungen für die Kamera. Im Wert von 400 Euro das Ganze. Und was müssen wir dafür tun? Ganz einfach, schreibt Hashtag Alu in die Kommentare und warum ihr das Ganze gewinnen wollt. Alle Teilnahmebedingungen findet ihr auch unten in der Videobeschreibung verlinkt. So Leute, das war das Review zu der Alupro Kit. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir ein Däumchen nach oben da auf. Diese Seite kommt zu weiteren lustigen Reviews bei mir auf dem Kanal. Links und rechts findet ihr das Social Media, auf den ich vertreten bin. Und direkt unter mir könnt ihr mich kostenlos abonnieren, damit keine weiteren Videos mehr verpasst. Also dann Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.